Let's Play Deadlight bei Kein Plan Gaming. In der letzten Folge waren wir ein bisschen, war ich angepisst wegen der Flucht vom Helikopter. Aber wir hoffen mal, dass der jetzt für immer weg ist und spielen jetzt hier voller Tatendrang weiter. Und ich boxe jetzt immer mit der linken Maus. So, du müsstest jetzt einmal, warte, ich lade einmal kurz den Revolver nach. Also, dann musst du einmal jetzt rechts gedrückt halten, Anna, und dann oben auf das Schloss zielen. Da ist dann so ein roter Punkt drauf. Jetzt und schießen mit der linken. Sehr schön. Wir spielen das jetzt mehr oder weniger im Koop. Wir müssen es mit der Tastatur spielen, unser Controller, den wir sonst mal verwenden, irgendwie mit dem Spiel nicht funktioniert. Und weil man halt Maus und Tastatur benutzen muss und das einfach alles sich total scheiße steuert mit der Tastatur, übernimmt Anna die Maussteuerung. Aber Max, genau. Muss mir sagen, was ich machen muss, weil das weiß ich nicht. Ne? Richtig. Ich spiele ja jetzt sozusagen das erste Mal mit. Ui, pass auf! Kein Thema, läuft. Ist klar. Boah. Ja, das ist so. Du musst dann. Ich hab gedrückt. Ja, drück nochmal. Oh Mann, ich hab keinen Bock mehr. Markus, wir haben doch gesagt, jetzt. Ne? So. Dann jetzt hier nach rechts wahrscheinlich, oder? Und krabbeln. Ja, ich versuch's, aber er macht nichts. Schieß mal drauf. Was muss ich nochmal machen? Rechte Taste gedrückt halten und mit der linken schießen. Nice. Moving. Links. Hauen. Hauen. Das ist doch scheiße, Mann. Wie soll man das denn machen? Ich. Keine Ahnung. Das kotzt mich voll an. Markus. Nochmal. Dann machen wir jetzt nochmal eine Pause. Nein, wir machen jetzt keine Pause. Ja, aber so macht es keinen Spaß. Ja, sag das dem Spiel, nicht mir. So. Machen euch Spiele auch immer so aggro? Zumindest, also ich habe noch nie ein Spiel so genervt. Also es ist jetzt wirklich nicht im Sinne von Agumon, sondern es nervt mich einfach ungemein. Naja, man kann halt auch nicht wirklich kämpfen, ne? Ist hier noch schnell rüber. Das Spiel ist halt nicht so auf Kämpfen ausgelegt. Ja, es ist eigentlich total, das, was es will, das reicht. Laufen und springen. Wenn man jetzt richtig kämpfen könnte, ja. Aber das ist, denke ich, Markus. Weißt du, warum das nicht so gut geht mit dem Kämpfen? Nee. Ja, erzähl. Das ist, um das so realer zu machen, weil wenn da mehrere Zombies auf dich zukommen, ja, dann kannst du die nicht. Ja, weißt du, ganz ehrlich, die sollen nicht kommen mit, wir wollen, dass es realer ist, wenn du kämpfst und dann rennst du durch irgendwelche Kanalisation, wo du so merkwürdige Booby-Traps auslöst. Aber sonst sind die Zombies ja gar nicht gruselig für uns. Treten. Mal muss ich treten, mal muss ich durchrennen. Oh, das ist auch nice. Unmöglich, das irgendwie. Da! Oh, den brauchst du. So, und jetzt hier. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich rufe erstmal alle ran. Oh, guck mal, wie weit da hinten noch welche sind. Krass. Er sagt, there must be another way. Hochspringen? An die Stringe da, oder? Warte, die reagieren auch gar nicht. Hier, nimm mal die Zwille und schließ auf die. Was mache ich Rechtsklick. Dafür? Jetzt. Ja, das funktioniert ja alles fantastisch. Ja, was der reagiert darauf. Was soll ich denn jetzt machen?
Ich versuche erstmal durchzurennen. Sorry, ich war nicht so richtig. Oh Mann. Okay. Er sagt, there must be another way, aber was denn für einer? Da nach oben? Links, hoch, ins Fenster. Achso, da außen irgendwie rumzugehen, meinst du? Mann. Also wie auf dem letzten Pixel, ja. Oh. Kann die Kamera denn an der Stelle wenigstens mal stillhalten? So. Ja, du musst versuchen, dich da festzuhalten. Kann ich das hier oben... Kann ich da so einen Doppelsprung hier machen an der Stelle? Nee. Mann. Markus, Buschrava. Oh, ey, ganz ehrlich, wer denkt sich denn so Müll aus? Ja, ja. Nice. Wohin gehen wir jetzt? Nach oben. Rechts nach oben? Ach doch. Und da kannst du dann hochklettern am Sturmding. Achso, hier meinst du? Und dann, wenn du da oben auf dem Dach bist, geht's da hoch. Nein! Nein! Oh Mann! Oh, ich stand doch eben, oder? Ich stand doch, als ich die Sprungtaste versehentlich gedrückt habe. Oh Gott. Und keep going. Zwischendurch musst du dich da runterlassen. Shadows everywhere. Ja. Thousands of them. Taking refuge in the stadium. We would never have stayed safe alone. Was soll ich machen? Soll ich versuchen, die wegzulocken? Meinst du, das geht? Ich meine, wir müssen jetzt hier runter, oder? Sehe ich doch richtig. Meinst du, das geht, wenn ich jetzt Rechtsklick mache, dass er die Zwille nimmt? Ja, dann schieß mal darüber, da wo das Blut ist. Geht das? Geht nicht. Natürlich geht's nicht. Du musst dich nach unten fallen lassen und halten, genau. Und dann ganz nach oben klettern, so hoch es geht. Hier? Und dann nach rechts springen. Und ran. Machst du auf was? Ja. Jetzt lauf! Lauf, lauf, lauf! Ich kann uns nicht laufen! Schieß! Aufhören! Scheiße, das hätte ich nicht machen dürfen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss. Nach links oben. Anna, wenn du haust, kann ich nicht laufen und nicht springen. Du darfst nicht die ganze Zeit unentwegt klicken. Okay? Ja. Danke. Jetzt musst du klicken, damit wir weitermachen können. Ich kann nichts dafür, wenn du nicht springst. An die Wand und dann an links, genau. Jetzt hau den bitte. Und mach ihn tot. Ja, so ist okay. Kann ich da hoch? An die Leiter? Die leuchtet nicht, ne? Nee. Also da ins Fenster rein, meinst du? Ja. Rechts. Ich denk schon. Ich bin nicht sicher. Ich versuch's. Jo. Da rechts leuchtet was. Nein. Oh! Na, wie gemein ist das? So eine gemeine Scheiße. Ja gut, es war realistisch. Aber wer interessiert das denn, ob das realistisch ist? Das ist scheiße. Hast du es gesehen, dass da oben rechts das... Ja, ich habe einen Punkt gesehen, ich weiß nicht, wie wir hinkommen. Wahrscheinlich muss ich eine Kiste oder sowas erziehen. Du musst klicken, damit wir weitermachen können. Oh Mann! Der sagt doch, any button. Kannst du nicht button? Nein, das funktioniert nie. Das ist ja auch eine von dieser... So, jetzt hau den wieder runter. Bitte. Ist er tot? Ich glaub nicht. Nee. Ist er tot? Nein, der stirbt. Ich muss warten, bis er steht. Jetzt hau ihn.
Geilo. Ja. Was tun? Kann ich hier hoch? Kann man die Kiste rüberziehen? An Rand? Nee, aber vielleicht kann ich von hier aus dann nach oben. Und jetzt wahrscheinlich darüber. Zur Leiter? Jawohl. Ja. Dann von hier oben. In die Mitte. Ja, genau. So wie im richtigen Leben. Jetzt sind wir im Stadion. Oh, cool. Come on, leave him alone. We'll take care of him soon enough. He's just a poor old man. That jackass says the real military will save him. Who does he think we are? Well, that poor old man hit me. This isn't the end of this. You hear me? Das war unser Freund, oder? Müssen wir ihn jetzt helfen? Weiß nicht, vielleicht. So, da unten sind wieder welche Zombies. My friend, he's alive. What the hell? There's no time to lose. Why are we loading supplies onto the helicopter? We still need to make a stop at the same point before returning to base. Let's go. I will see you as the last lap, old man. Hast du die Pistole bereit? Nein. Rechtsklick muss ich halten, ne? Um zu zielen? Ja, warte. Gotta get to Ben. Those new law bastards are torturing Ben and feeding him to those damn shadows. I got to hurry. Oh, toll. Okay, müssen wir mal runter. On days like today, even a guy like me could believe in God. Das ist meine Schrotflinte. Okay. Okay. Wähl die mal aus. So, schieß! Unten! Schieß! Okay. Alles klar. Gut gemacht, Anna. Jawohl. Ja, klar, Geheimgang. Ist logisch. Achso, hier unten muss ich durch. Das hat man doch gar nicht gesehen. So, warte. Ich ruf die mal rüber. Nicht schießen! Wir müssen uns die Munition noch ein bisschen aufheben. Wir haben nur noch eine Patrone. Oh. Da kannst du den Schrank zumachen, links. Hier? Ja. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Okay, Axt rausholen. Linksklick, linksklick. Okay, pass auf. Er lebt noch. Pass auf. Warte, ich mach ihm die Pistole, dann kannst du jetzt einmal auf ihn schießen. Okay. Nice, Mann. Das hat noch gerade so geklappt. Ja, aber hallo. Okay, ich würde sagen, wie es weitergeht hier, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Okay. Ciao. Bam. Mann, Scheiße. Bitte mal das Bam raus.